Herr Abgeordneter Leopold Steinbichler. Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Zuseherinnen und Zuseher auf den Tribünen und vor den Fernsehgeräten. Ich habe ganz bewusst einmal eine Zustimmungserklärung kopiert, damit für die Kolleginnen der älteren Parteien das einmal offensichtlich wird, wie so etwas ausschaut. Weil sammeln habt ihr sowas noch nie müssen. Und ich denke, das ist ganz wichtig und werde später erklären, was man mit so Zustimmungserklärungen erlebt. Aber vielleicht zum vorliegenden Abänderungsantrag der NEOS, den wir unterstützen, weil er, Kollege Wittmann, weil er nicht die Kleinparteien fördert, sondern weil er das Fundament von Demokratie ist. Das Fundament von Demokratie ist, dass ein mündiger Bürger, der wählbar ist, der kandidieren möchte und einen Politiker unterstützen möchte, nicht unbedingt zu seiner Heimat, Wohnsitzgemeinde gehen muss, sondern in seinem Wahlkreis eine Zustimmungserklärung sammeln kann. Aber die Briefwahlprobleme wurden angesprochen und dargestellt vom Kollegen Stefan, da möchte ich nichts wiederholen, alles klar. Ebenso die der fliegenden Wahlkommission vom ehemaligen Minister Berlakovic. Aber Kollege Gerstl und Kollege Singer bei Missbrauchsfällen auf die Staatsanwaltschaft zu verweisen, das ist ja wohl das Älteste an Ausrede oder an gesetzlicher Ausrede. Deine Emotion, Kollege Gerstl, deine Emotion hat mich begeistert. Ich habe dich noch nie so emotional gesehen wie heute bei dieser Rede. Und ich weiß nicht, was du zum Zudecken hast, aber ich darf dir eines sagen. Ein kleines Beispiel aus Oberösterreich. Kennt ihr den Kollegen Bernsteiner? Kennt ihr den Bürgermeister von St. Wolfgang? Kennt ihr den Bezirksparteiobmann von Gmunden? Und wenn er nicht 2015 zurücktreten hätte müssen, würde er genauso dastehen und sagen, es ist alles Paletti. Bei uns geht alles nach demokratischen Grundsätzen. Bei uns ist alles in Ordnung. Und lieber Kollege Gerstl, ein Unterschied. Ich habe gesagt, reden wir übers Leben. Und 24 Jahre habe ich als Parteiobmann, als Fraktionsobmann und 16 Jahre als Gemeindevorstand sämtliche Entscheidungen mitgetragen in unserer Gemeinde und weiß, wie Entscheidungen entstehen. Und ich glaube, ich muss dir hier nicht erklären, wie Entscheidungen entstehen, aber du kannst dich gerne mit einem Baumeister unterhalten, nicht mit der Staatsanwaltschaft. Das ist das Problem. Ihr nehmt immer das Recht des Paragraphen in Anspruch. Redet mit den Praktikern, redet mit einem Baumeister, wie es denn geht, der arme Gemeinde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hat, wie viele Aufträge er noch kriegt. Das sind die Fakten. Verstecken wir uns nicht hinter den Paragraphen, reden wir übers Leben. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Und wenn, Frau Kollegin Fechter, mit dir möchte ich nicht die Gewerbereform diskutieren, das machst du mit Metzger Gruber, wenn du sie verhindert hast. Aber eines ist völlig klar, wenn du so reif bist und dich von einer etablierten Partei verabschiedest oder hinausgeworfen wirst, und du warst im Parteivorstand, und hinausgeworfen wirst, dann lernst du kennen, was es heißt, Unterstützungserklärungen zu sammeln. Und ich würde euch wünschen, mit Leuten zu sprechen, die sagen, volle Unterstützung, du sprichst die Stimme des Volkes, und dann gehst du hin und gibst ihm die Unterstützungserklärung und sagst, wo kann ich unterschreiben? Und du sagst, nein. Du musst auf die Gemeinde gehen. Du brauchst den Stempel vom Amtsleiter bzw. von einer befugten Person auf der Gemeinde. Dann hast du relativ schnell die Antwort. Tut mir leid, das kann ich nicht. Ja, warum nicht? Warum kannst du nicht auf Gemeinde gehen? Ja, wir hätten eine Überlegung mit einer Widmung. Der Sohn möchte einmal eventuell in der Gemeinde bauen. Die Tochter hat gerade eine gute Ausbildung gemacht, die möchte sich eventuell einmal bewerben. Oder die Kindergartenplätze sind anzumelden. Und ich darf vielleicht noch etwas einflechten. Ich war auch 22 Jahre im Bezirksschulrat.
Ja, für die ÖVP. Und ich weiß, was dort gesprochen wurde. Ich weiß, was dort gesprochen wurde. Nicht über Unterricht, nicht über Unterrichtsmittel, nicht über Lernmethoden, sondern über Objektivierungspunkte. Da wird jetzt genauso objektiv zu. Da gibt es natürlich nirgends ein Problem und da gewinnt zufälligerweise immer wieder der ÖVP-Kandidat. Weil er kann nur so jung sein, aber bevor er zu wenig Objektivierungspunkte hat, schickt man es auf einen Kinderlotsendienst, auf einen Sanitäterkurs und dann haben wir genug Objektivierungspunkte und siehe da, von lauter Objektivierung haben wir den richtigen Direktor. Und so läuft es und da ist alles in Butter. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und die Aufregung bestätigt es ja. Ich verstehe diese Aufregung, weil dieses System wurde gestern in Amerika abgewählt. Danke.